Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei GTA 5. Es ist die 99. Folge. Wie krass ist das eigentlich, hä? Ich finde das ziemlich fett. Das heißt, die nächste Folge ist schon die Nummer 100. So, lass mich da mal kurz den Wagen nehmen, weil ich muss jemanden abholen. Wir haben hier einen speziellen Wunsch von unserem Downtown Cap bekommen. Rhythm of the Night, Bitches. So, wo ist er denn? Hier. So. Komm, gib Gas. Hey, where you going? Down to the port, the shipyard off Signal Street. Na dann, fahren wir mal eben zur Werft. Ja, und dann habe ich gesehen, entweder holen wir uns endlich mal einen Heli und fliegen irgendwie zu diesem Dom hoch. No, there's some freaks who hang out down there. I need to talk to them about my niece. She hasn't been home in 3 days. Have you heard of the Lost? They're a biker gang. Oh yeah. Oh yeah. Them punks is like weeds, man. Can't seem to get rid of them. You should watch yourself, man. They nasty. They're cowards. You stand up to them. You look them in the eye. You see who they really are. Bunch of scared kids. Never had any friends at school, living out some homoerotic fantasy. A few tattoos, a leather jacket, and a bandana don't make you tough. I've worked construction my whole life. Guys who don't need to act tough because they are. Not dressing up like some girly glam rock reject. And even the few that did, it was on the weekends on their own time. Nah, young thugs these days, they're all mouth and nothing to back it up. They don't scare me. Das weißt du Bescheid. I just want to find out where Kelly is. Ever since my sister's loser husband ran out on her, I've been like a father to her. Whoa, keep your eyes on the road. Entschuldigung. Like a father to her. And I know I'm strict. You have to be the das Gefühl, okay, dass ich jetzt hier gleich ballern muss. We're nearly there. Here, take this gun. Hey, what? And you said you just wanted to talk to them. Worst case scenario, something goes wrong. I thought you'd be okay with it. Why? Because I'm a young black man from Chamberlain Hill? Is this why you asked for me? You're not okay with it? Yeah, I'm cool with it. That's not the point. It's just a precaution. Das habe ich nicht kommen sehen. Das kam völlig aus dem Dunkeln. Okay, I'm gonna go have a word with these guys. Just wait here. Just be cool, alright? This don't feel right. Going on? Don't worry about them. Worry about the bad math of me and two hookers equaling no action. No, he looks really pissed. I want to see this. Now this whole world has no clue what to do with us. I got enough money in the bank for the two of us. Okay. Not this guy again. Hey, where's my niece, you punks? Where's Kelly? I know you got her. I told you. Don't worry about Kelly. She loves us. Some nights, she loves us all at the same time. Fuck you! Well, you think I'm scared of you? You think you're gangsters? Tell me where she is or I'll shoot! Oh, shit. Now, out of respect for your whore of a niece, I'm gonna give you 3 seconds to get the fuck out of here. So, fickt euch doch einfach. Sag euch alle über den Haufen, ihr Fotzen. So. Oh, da kommt noch ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Wow, 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 wow. Fuck. Wow. Toll, war ja so klar. Ah, fuck. Dass er auch genau gegen das scheiß Auto fährt. Ah, verkackte Scheiße. Na gut, da konnte ich jetzt nichts machen. Das war so ein schöner Beginn. Einfach alle umgefahren. Ja, jetzt meist besser. Jetzt weiß ich sehr, dass sie durchaus. Ach, hier ist nichts mit Missionen wiederholen oder was? Ich fass es nicht. Ich habe ihnen nichts über guten Service zu erzählen. Also ganz offiziell vergeigt. Ich dachte, hier könnte man auch sowas nochmal wie neu starten. Nö, ist nicht. Warte mal. Wenn ich doch hier schon beim Krankenhaus bin.
Hat nämlich einer gesagt in den Kommentaren, dass auf dem Dach des Krankenhauses ein Heli ist. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt auf das Dach des Krankenhauses? Gibt es da eine Möglichkeit? Jetzt los. Warum laufen die denn jetzt alle amok? Was ist denn hier auf einmal los? Gar nichts gemacht. Wie die alle ausflippen? Ich hab nicht mal was gemacht. Ja, ich habe auch Schüsse. Ja, die chillen dafür. Ah, hier haben wir eine Leiter. Schau mal an. Vielleicht kommen wir ja doch noch irgendwie an den Heli. Vielen Dank schon mal für den Tipp. So. Irgendwie, irgendwo wird doch hier was sein. Sonst wäre doch hier auch nicht eine Leiter, oder? Kannst du mir doch nichts erzählen. Ja, scheiße, ein Heli-Landeplatz ist da. Nur kein Heli. Das heißt, das ist absolut random. Aber was haben wir denn hier? Ein Raumschiffteil. Das muss ich mir ja aber sofort markieren. Okay, cool. Ja, toll. Nur ein Heli habe ich halt jetzt leider immer noch nicht. Hm. Was machen wir denn da jetzt? Mir war schon klar, dass das passieren wird. Dass ich den nicht so schnell öffnen kann, aber ich habe jetzt eine Theorie. Dass jetzt die Zeit so sehr vergangen ist, dass mittlerweile jetzt aber ein Heli dort oben ist. Komm, die Idee ist so ein bisschen was wert, oder? Ein bisschen Glück muss man halt dann wahrscheinlich schon haben. Gut, ich kann jetzt aber nicht die ganze Zeit für 5000 Euro sterben und hoffen, dass hier irgendwann mal ein Heli ist. Wenn jetzt da wieder keiner ist, dann werde ich das irgendwann anders machen müssen. Dann werde ich zum Flughafen fahren. Ich glaube, von hier kann ich den noch nicht erkennen. Aber ich denke mal, wird wieder keiner sein. Das Glück schenkt man mir bestimmt nicht, oder? Nee. Naja, habe ich ja auch irgendwie erwartet, leider. Hauptsache, ich habe erstmal so ein Raumschiffteil gefunden. Nein! Nein! Boah, überlebt. Autsch. Hauptsache, das hat er überlebt. Na gut. Dann erstmal was anderes. Schauen wir mal. Am Flughafen treffen wir uns angeblich irgendwo. Ja, wahrscheinlich kann ich die Mission aber gerade nicht machen, weil es zum falschen Zeitpunkt ist, gehe ich mal davon aus. Das ist doch durchaus sehr wahrscheinlich. Den Überfall will ich aber jetzt auf jeden Fall noch nicht machen. Ich könnte aber hier noch eventuell dieses Straßenrennen machen. Das mir noch fehlt. Aber da kann ich natürlich mit der Karre jetzt hier nicht antanzen. Da bräuchte ich schon noch mal was anderes. Ich hoffe, dass hier irgendwie noch was auftaucht. Dem Ding wollte ich das ganz bestimmt nicht versuchen. Hier ist halt leider nicht die Ecke für die. Ich könnte aber in meiner Garage gucken. Ob ich da vielleicht irgendwas habe? Au. So, haben wir ja irgendwas Hübsches. Oh. Boah. Hier ist ja richtig was los. So. Dich will ich haben. Geht doch. Ja. Mit dir kann ich definitiv auch instant natürlich die Lichter kaputt machen. Ach komm schon.
Aber mit dir kann ich schon mal mehr Rennen fahren als mit der Kiste gerade eben. So, mach hier ein bisschen was anderes, mal ein bisschen was ruhigeres reintun. Ich fahre hier schon wieder einen Schmutz zusammen. Wird wahrscheinlich jetzt, selbst wenn ich das Rennen mache, wird es danach immer noch die falsche Uhrzeit sein für das Treffen mit Hao. Aber ist mir egal, das Rennen möchte ich ja auf jeden Fall auch noch machen. Kommen wir auch recht schnell ran. Was kostet eigentlich hier der Flughafen? Wow, 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 wow. Ich glaube, mit dir kann ich sogar noch besser ein Rennen fahren, hä? Was meinst du? Ja, ich glaube, mit dir kann ich sogar sehr gut ein Rennen fahren. Hier fehlt uns auch noch ein bisschen Flugschule, ne? Ich gucke jetzt gar nicht, das kostet eh viel zu viel. Ich will viel lieber mal hier das Rennen starten. Wo geht's denn los? Da! Ah, okay. Und dann kommt schon. Kommt schon, Jungs. Wollt ihr, habt ihr Bock? Man sieht dich ja hier gar nicht. So, los geht das Rennen. Dann wollen wir mal schauen, ob das möglich ist, hier zu gewinnen. Ist ein Sprintrennen. Denn es gibt keine Rundenanzeige. Mal sehen, ob ich hier überhaupt mithalten kann. Aber mit dem Wagen und Autobahn sollte das eigentlich sogar prima funktionieren. Sieht der da vorne genau... Hat der den gleichen Wagen wie ich eigentlich? Sag mal. Das sieht nämlich fast so aus. Tatsache. Nur mit Verdeck offen kann es sein. Oh, verpiss dich doch mal. Oh. Oh, oh. Oh, nein. Warum dreht er sich denn jetzt? Ah, shit. Das war unnötig. Muss man jetzt hier mal ein bisschen mit den Skills arbeiten, ansonsten wird das hier nichts mehr. Aber dafür fahren wir die Rennen ja auch mit Franklin. Und rübergezogen, bitte. Komm, hau mal ab da. Schön weggedrängt. Der ist erstmal raus, so gefällt mir das. Du hast die gleiche Karre wie ich, das sehe ich überhaupt nicht ein. Oh, fuck, 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 fuck. Ah, scheiße! Alter, was geht denn so? Jetzt ist er letzter. Dafür ist eine andere Karre. Ja, er hat die gleiche wie ich, nur gepimpt. Ohne Dach. Scheiße, ey, da ging es jetzt gerade gut ab. Wir sind alle sehr nah beieinander. Ich muss das mal ganz kurz machen. Oh, die haben schon wieder übelst gefickt. Und bitte. Oh, fahr doch nicht vor meine Schnauze. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier gleich am Ziel sind. Oh, oh, oh. Weil wir jetzt gleich wieder von vorne sind. Oh, dieser Skill ist so viel wert. Wir fahren einfach nochmal. Ah, hier steht doch was. Aktuelle Runde. Shit, dann ist das doch ein Rundkurs. Da habe ich mich ja mal ganz doll vertan. Sorry dafür. Ich dachte, weil hier... Gut, da stand zwar aktuelle Runde, aber halt keine Runde an sich. Der hat es aber auch gefressen mit mir, hä? Ich konnte sie wenigstens minimal aufhalten. Nachdem ich hier so ein bisschen den Weg versperrt habe. War aber definitiv nicht die beste Idee. Aber der Typ, der hier genauso aussieht wie ich, den habe ich richtig gern. Aber zack, sind auch schon der Erster. Alles gut. Wenn ich so nicht allzu viel Scheiße baue, dann ziehe ich das auch noch als Erster nach Hause.
das sieht aber gut aus. Bisschen Skill noch ansammeln und dann im Finale. Ja, schau mal. Hat der Typ wieder aufgeholt? Das gibt's ja gar nicht. Sollte, ja, das muss ich einfach nach Hause mitnehmen. Oh. Vorsichtshalber machen wir aber trotzdem nochmal den Skill an, ja. Nur vorsichtshalber. Wollen jetzt nicht das Ding noch verlieren. Aber das... Oh! Okay. Easy going. Yes! Haben wir geschafft. Wunderbar. Damit haben wir auch hier... Damit haben wir auch dieses Rennen abgeschlossen. Ja, danke, Baby. Cool. Dann wäre das auch erledigt. So, ich nehme natürlich nicht nochmal am Straßenrennen teil. Und was haben wir denn hier Lustiges? Das sieht mir doch verdächtig nach einer Herausforderung aus, hä? Huh? Tony Hawk lässt grüßen oder was? Ich glaube schon. Hallo Halfpipe! Woohoo! Ja geil, ist das sogar ein offizieller Monster Stunt. Hier hinten mit dem Heli noch drin. Alter. What the actual fuck? Ich mache jetzt hier nicht wirklich eine Barrel Roll, oder? Alter, wenn ich die lande. Hey, das sieht ja mal richtig lecker aus. Oh mein Gott. Was für ein epischer Stunt. Was für ein epischer Stunt. Oh, aber ich lande voll auf der Schnauze. Ich lande voll auf der Schnauze. Oh! Shit, das war sogar ein offizieller Monster-Stunt. Gibt's das? Krank. Alter, wie krass ist das denn? Jetzt muss ich nur noch landen. Ja, das muss ich natürlich eigentlich gleich nochmal versuchen, oder? Der Wagen ist zwar übelst im Arsch. Aber das versuchen wir jetzt nochmal. Das versuchen wir jetzt nochmal. Kommt, Leute, einmal lassen wir das, lassen wir es nicht nehmen. Oh. Oh. Woohoo! Die Frage ist, wie soll ich dieses Ding eigentlich landen? Oh mein Gott, aber er macht halt auch einfach die übelst geilen Moves. Genau, nochmal ein bisschen hupen. Oh, das sieht diesmal gut aus. Oh, das sieht gut aus. Oh, 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 nein. Verdammt, wieder nicht richtig gelandet. Der Wagen lebt auch nicht mehr. Ich glaube, den kann ich mir abschminken. Jo, Leute, das war's. Ich hab's versucht. Machen wir bestimmt irgendwann nochmal. Das war die letzte Ausgabe vor der 100. Ja, und ich muss ja ganz ehrlich zugeben... Au. Au! Lass es doch mal sein, Junge. Was eignet sich besser zur 100. Folge als der große Boreo-Überfall? Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zur 100. Folge. Ciao.